So, hallo und willkommen zum Let's Play von Code Vein. Ein anderes Souls-like-Spiel im Anime-Look. Ich habe das Spiel noch nie gezockt, also beziehungsweise ich habe das nur mal bis zum ersten Boss mal gespielt gehabt, damals als die Demo rauskam. Ja, und jetzt dachte ich mir, jetzt kannst du das mal nachholen. Magst ja sowieso Souls-like und ja. Alleine wollte ich das nie irgendwie so spielen. Also was heißt alleine? Also am PC fühlt man sich immer irgendwie so einsam, wenn ich zocke. Und da ich jetzt in letzter Zeit mehrere Let's Plays mache, dachte ich mir, machst du das jetzt mal und du willst das sowieso spielen. Ist ja ein Souls-like. Oh. Also wie gesagt, ich habe das mal bis zum ersten Boss gezockt, als die Demo rauskam und danach nicht mehr. Und habe auch hier schon mal noch eine Aufnahme gestartet gehabt, bis zum ersten Boss, aber die war, da gab es Probleme mit dem Ton. Und jo, jetzt versuche ich das nochmal. Und ab dem ersten Boss, wenn wir in der Basis ankommen, ab da ist es dann für mich blind. Alles klar. Ich check nochmal kurz die Einstellung. Ich spiele am PC. So. Na, Grafik. Okay, das ist alles soweit okay. Gut. So, dann einmal neu. Ich werde einen Zauberer spielen. Also ich werde es versuchen. Yep. Name. So, ich werde einen weiblichen Charakter spielen. Und weiter. Ja. Also, Charlotte ist die Feuerhüterin aus Dark Souls 2. Nur mal so erwähnen. Ich werde. Ja, die gefällt mir am meisten. Müssen die Jill Valentine Look so. Gar nicht so schlecht so. Ich weiß nicht, ob ich die nehmen soll. Ansonsten was Blondes. Ich glaube, ich nehme sie. Das passt. Ja, ich werde auch nicht jetzt großartig an den am Aussehen verändern. Das passt mir so. So. Tutorial werde ich überspringen. Also das ist das Tutorial. Hier wird nochmal kurz die Klassen erklärt. Hier kann man die auswählen. Jetzt gerade nicht. Okay. Dann überspringe ich das einfach. Welcome back. Hello. How are you feeling?
Don't worry. It's okay. I don't remember either. Over there. Jo, da sind wir. Ich bin ja nicht so eigentlich der Anime-Fan, also so der Look, aber das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was heißt schlecht aus? Das sieht sogar gut aus. Jo, wer mag das nicht langsam laufen? Seems everyone, everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. So, it is you. Here. This is for you. A new spring and a fresh source of labor. We really hit the jackpot. Get up. It's time for a bit of fun. Just fell asleep. Oh. Die hatten, glaube ich, eh nichts zu sagen, irgendwie, ne? You never improves, does it? He came back home after the war against the Queen and found this mist.
Getting close to it causes enough pain to drive you mad, so no one has ever crossed it. There's nowhere to go home to, even outside of this prison. Number 3 and 4. Time to work. Check your gear and come up. This one's dry. The miasma's pretty thick. Damn it! We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right. I'm on my way. All dried up. Just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... You know what these are, right? Blood beads, right? Yes, very good. Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there! You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the Hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. You heard him. Move it! Hey, ouch. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. We'll have to look for another way back. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. Jo, da wären wir. Okay, diese, wir sollen Blutperlen besorgen. Diese Miasma-Bäume, die geben wohl welche, aber die sind ausgetrocknet und wir müssen jetzt eine Blutperle besorgen, damit wir unsere Freundin wieder in Austausch, also mit der Blutperle. Okay. Dann schicken wir erstmal den Partner weg. Ich möchte das alleine spielen. Und gehen auf den Zauberer. Soweit habe ich das hier alles verstanden. Okay. Gut, dann gehen wir los. Jo, das waren so die Seelenspeicher, ne? Das ist unser Leuchtfeuer. Dann gibt es gleich einen Backstep. So, unser Magie ist richtig OP. So. Na. Okay, das war Flakons, also Lebensregeneration haben wir hier. Also die Waffe macht schon mal echt wenig Damage, im Gegensatz zum Zauber.
Okay, schwere Axt. Das werde ich, denke ich, nicht gebrauchen können. So, weg mit dem. So, das war ein Parry. Jawohl. Sehr gut. Breitschwert. Okay, das habe ich aber nicht bekommen, oder? Vorhin. Dann nehmen wir das. Nehmen wir das. Okay, das war, glaube ich, ein Upgrade-Material, ne? Okay. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Okay, das war gut. Yay. Komm näher. Komm schon. Renn, renn, renn. Jawohl. Okay, easy. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, was man mit diesen Sachen machen kann. Ich weiß nicht, ob man die verkaufen kann. Danke. Ups. Antike Münze. Auch cool, dass auf der Karte werden die Items markiert, wenn man in der Nähe ist, ne? Mit einem X. Ja, das ist mir auch noch ein Rätsel. Karte der Umgebung angelegt, was damit gemeint ist. Das ist ja eigentlich auch so ein Mistel, ne? Wie ein Leuchtfeuer, aber hier kann ich mich nicht hinsetzen. So, was war das jetzt? Achso. Die Ausrüstung, ne? Hm, ja. Also da ich ja Zauberer spielen will, das ist ja, was ich jetzt anhabe, viel besser, ne? Also für den Zauberer. So. Dann. Das nehme ich. Stufenaufstieg geht nicht. Okay. Dann können wir das, glaube ich, hier. Ja. Dann habe ich das. Okay. Okay, gehen wir mal genau hier. So. Das Spiel ist ganz so schlecht eigentlich. Was heißt nicht so schlecht? Mir gefällt das Spiel schon. Einzige
ist der Trefferfeedback. Das hört, das ist irgendwie so, ja, so nicht so befriedigend. Are you okay? Did you get hurt? That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Ja. Ja. Ja, so der Trefferfeedback irgendwie könnte ein Ticken besser sein. So. Okay, das kenne ich noch nicht. Altertümliches Material. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie upgrade-mäßig. Oder? Wo ist es? Okay. Irgendetwas. Okay, da war ein bisschen übel, glaube ich. Nehmen wir mal hier unser Zauber, was wir jetzt gekauft haben. So. Okay. Noch eins hinterher, komm. Jetzt. Und tschüss. Ja, gehen wir hier lang. Ja, macht Spaß mit dem Zauber. Da ist noch jemand. Ich frage mich, ob es auch irgendwelche Waffen für den Zauberer gibt. Oder für die Zauberin. Hm, nimm mal den. Bleib stehen. Oh Gott. Läuft er mir jetzt hierher oder was? Du auch? Nein. So, jetzt kommst du, oder was? Du bist ja krass. Ach du Scheiß. Wollt euch doch alle wegsnipern hier. So, jetzt bist du erstmal dran. Ja. So. Helles Splitter. So, kriegst noch einen Backstab hinter mir. Adios. Oh, kommt einer, komm her. Tschüss. Auch hier, okay. Regenerationserweiterungsfaktor, okay. Das kenne ich auch. Das hat sich, glaube ich, auch eingesammelt. Damit kann ich mich mehrmals heilen. Jetzt also einmal mehr heilen. Bayonette des Verlorenen. Die Pistole, ne? Das Gewehr. Okay. Kann ich dich abschießen von hier? Ja. Jo, wie gesagt, also ich habe das bis zum ersten Boss gezockt. Und erst ab da wird das blind.
Dolch. Ja, wie können wir mal das hier benutzen? Das, ist wie meine Magieleiste, diese 9 von 34. Da rechts in der Ecke, RT. Damit kann ich dann nochmal meine Magie benutzen. So, das ist auch Geschichte. Okay, das war unser Heimkehrknochen, glaube ich. Yay, super gemacht. Scheiße, ich wollte einfach nur hinter mir mal schauen, ob da was ist. Ja. Okay. Also sind die, jetzt muss ich mal gucken, ich bin nämlich bis zum ersten Boss gar nicht gestorben. Wie ich jetzt die Seelen wieder zurückbekomme, also diesen Dunst heißt das, glaube ich, hier. So. Damit ihr mich nicht stört. So, wir müssten ja da sein, ne? Ist das hier? Nee. Oder hat das irgendein... Ne, das liegt da, ne? Okay. Okay. Habe ich, alles klar. Oh. Das kenne ich auch nicht, die Waffe. Das wollte ich machen. Ich wollte einfach mal so nach hinten schauen. Okay, schauen wir mal nach der Waffe. Bartaxt. Stärke, Geschick. Okay. Gut, dann. Oh ja, ich bin. Was ist denn los mit mir? Aha. Sehr gut. Das Spiel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich bin vergiftet, ne? Oh ja. Immer noch vergiftet. So. Du gehst weg. Ups. Jetzt nochmal heilen, bitte. Was das denn jetzt? Ah, du schießt. Okay. Kann auch schießen. Aber nur einmal. So, nehmen wir mal das. Ach, du kommst runter. Das ist doch schön. So, kriegst auch dein Fett weg. Okay. Regionale Wimpel, das war auch irgendwie was zum Verkauf, oder? Oh. Dann level ich mal auf. Also hier kann man auch nicht irgendwie die Attribute, ne? Einzeln aufleveln oder das geht alles automatisch. Also der levelt jetzt automatisch meinen Zauber auf, oder wie? Oder verstehe ich jetzt auch noch nicht ganz. Auf jeden Fall machen wir das mal. 5. Und würde jetzt sagen, mach hier einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Das war einfach nur mal so ein Einstieg. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Alles klar. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.